Heinrich VIII. Mag heute vor allem als hitzköpfiger und unberechenbarer Ehemann in Erinnerung bleiben, der nicht davor zurückschreckte, zwei seiner Frauen hinrichten zu lassen. Doch hinter diesem brutalen Bild verbirgt sich ein Mann mit vielen überraschenden Facetten, die oft übersehen werden. Heinrich war nämlich nicht nur ein skrupelloser Herrscher, sondern auch ein begabter Musiker und ein großer Liebhaber von Tieren, insbesondere von Hunden. Bereits in jungen Jahren zeigte Heinrich ein großes Talent für Musik. Er spielte mehrere Instrumente, darunter die Laute, und komponierte selbst. Sein wohl bekanntestes Stück, Pastime with Good Company, spiegelt seine Freude am höfischen Leben und an den Künsten wider. Für einen König seiner Zeit war es nicht ungewöhnlich, sich in den schönen Künsten zu betätigen. Aber Heinrich nahm dies besonders ernst und war stolz auf seine musikalischen Fähigkeiten. Diese Seite des Königs geht in der allgemeinen Wahrnehmung oft unter, doch sie zeigt, wie vielschichtig sein Charakter war. Ein weiterer, oft übersehener Aspekt seines Lebens war seine Liebe zu Tieren. Besonders Hunde standen ihm nahe und er hielt zahlreiche Jagdhunde bei Hofe. Diese Tiere wurden nicht nur gut gepflegt, sondern genossen auch besondere Privilegien. Berichten zufolge kleidete Heinrich seine Hunde in edle Mäntel aus Samt und Seide und schenkte ihnen dieselbe Aufmerksamkeit, die er auch seinen menschlichen Gefährten zukommen ließ. Diese Liebe zu Tieren steht im krassen Gegensatz zu dem Ruf, den Heinrich sich als gnadenloser Herrscher erwarb. Was Heinrichs Nähe zu seinen Bediensteten angeht, so war besonders eine Gruppe von Männern ihm physisch und emotional sehr nah, seine Kammerdiener. Diese Männer hatten nicht nur die Aufgabe, den König beim An- und Auskleiden zu unterstützen, sondern kümmerten sich auch um seine intimsten Bedürfnisse und kontrollierten den Zugang zu ihm. Tatsächlich war ihre Position so begehrt, dass sie in Heinrichs Regierungszeit nur 4 Männern zuteil wurde. Sie hatten sogar Zugang zu Heinrichs königlichem Siegel, was ihnen eine beachtliche Macht über finanzielle Angelegenheiten verlieh. Doch die vielleicht drastischste Veränderung in Heinrichs Leben vollzog sich in seinen späteren Jahren. Als junger Mann war Heinrich ein athletischer König, der an Turnieren teilnahm und als kraftvoller und sportlicher Herrscher bekannt war. Doch nach einem Reitunfall 1536 begann sich seine Gesundheit rapide zu verschlechtern. Er nahm massiv an Gewicht zu und es wird geschätzt, dass er am Ende seines Lebens etwa 180 Kilogramm wog. Diese körperlichen Probleme führten dazu, dass er ohne Hilfe nicht mehr auf sein Pferd steigen konnte. Ein eigens angefertigter Kran musste ihn in den Sattel heben und manche Historiker vermuten, dass Heinrich gegen Ende seines Lebens sogar einen Rollstuhl benötigte. Heinrichs verzweifelter Wunsch nach einem männlichen Erben prägte seine gesamte Herrschaft. Mit seiner ersten Frau, Katharina von Aragon, bekam er nur eine Tochter, Maria. Doch Heinrich hatte einen unehelichen Sohn, Henry Fitzroy, mit seiner Mätresse Elizabeth Blount. Fitzroy, der zum Herzog von Richmond und Somerset ernannt wurde, war Heinrichs großer Hoffnungsträger für die Thronfolge. Es gab sogar Überlegungen, Fitzroy mit seiner Halbschwester Maria zu verheiraten, um seine Position als möglicher Thronfolger zu stärken. Doch diese Pläne scheiterten. Und Fitzroy starb im jungen Alter von 17 Jahren, bevor er eine bedeutendere Rolle einnehmen konnte. Das Leben und die Herrschaft Heinrichs VIII. Waren von zahlreichen persönlichen und politischen Tragödien geprägt. Seine Beziehung zu seinen Ehefrauen, seine zunehmenden gesundheitlichen Probleme und sein unstillbarer Wunsch nach einem männlichen Erben belasteten ihn schwer. Es gibt Hinweise darauf, dass seine Grausamkeit und seine plötzlichen Wutausbrüche auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen sein könnten. Einige Historiker vermuten, dass er an Syphilis litt oder an den Folgen seines Reitunfalls, der möglicherweise eine Hirnverletzung verursacht hatte. Andere spekulieren, dass psychische Erkrankungen in seiner Familie lagen.
Seine Urgroßmutter mütterlicherseits, Katharina von Valois, war die Tochter des französischen Königs Karl VI., der wegen seiner Geisteskrankheit als »der Wahnsinnige« in die Geschichte einging. Es ist möglich, dass diese genetische Veranlagung über Generationen hinweg weitergegeben wurde, vielleicht sogar bis hin zu anderen Monarchen wie Georg III., der für seine psychischen Probleme bekannt war. Heinrichs grausames Verhalten könnte also auch auf seine genetische Veranlagung zurückzuführen sein, was ihn in einem anderen Licht erscheinen lässt. Man darf Heinrich VIII. Nicht nur als tyrannischen König betrachten, sondern muss auch die schwierigen Umstände und den immensen Druck berücksichtigen, dem er ausgesetzt war. Wenn man an Heinrich VIII. Denkt, hat man oft das Bild eines tyrannischen und rücksichtslosen Herrschers vor Augen, der für seine blutigen Entscheidungen bekannt ist. Doch es mag überraschen, dass Heinrich auch ein leidenschaftlicher Tierliebhaber war. Insbesondere Pferde hatten es ihm angetan. Tatsächlich war der König, der in seinen späteren Jahren stark an Gewicht zulegte, in seiner Jugend als erstaunlich guter Reiter bekannt. Heinrich liebte es, mit den besten Reitern seines Reiches durch die englische Landschaft zu galoppieren und zeigte dabei eine bemerkenswerte Geschicklichkeit im Sattel. Man könnte fast sagen, er war ein Pferdejunge, durch und durch. Einer seiner bedeutendsten Beiträge zur Reitkunst war die Einführung der italienischen Dressur in England. Für diejenigen, die mit Dressur nicht vertraut sind: Es handelt sich um eine kunstvolle Disziplin des Pferdetrainings, bei der es darum geht, das Pferd mit äußerster Präzision und Eleganz zu bewegen. Heinrich beherrschte besonders die Capriole, eine spektakuläre Bewegung, bei der das Pferd in die Luft springt, als würde es fliegen. Natürlich war das in seinen späteren Jahren, als Heinrich an starkem Übergewicht litt, kaum mehr möglich. Der König musste schließlich mit Hilfe eines Krans auf sein Pferd gehoben werden, da er allein nicht mehr in der Lage war, den Sattel zu erklimmen. Es ist bedauerlich, dass der einst so athletische König in ein solches körperliches Unglück stürzte. Neben seiner Liebe zu Pferden war Heinrich auch ein leidenschaftlicher Schreiber romantischer Briefe. Besonders bekannt sind seine Briefe an Anne Boleyn, die er in einer Zeit schrieb, als er verzweifelt um ihre Gunst war. Diese Korrespondenz existiert noch heute und gibt einen Einblick in die private Seite des Königs. Heinrichs Briefe sind voller Sehnsucht, ja fast Verzweiflung, und zeigen, dass er in Liebesdingen nicht immer der starke Monarch war, als den man ihn sonst kennt. Besonders berühmt ist ein Brief, in dem er Anne versprach, dass sein Herz in ihren Händen liegt und er nur auf ihre Zuneigung hoffe. Doch Heinrich war nicht nur ein Liebhaber der Romantik und der Jagd. Als König war er auch ein großer Reformer, insbesondere im Bereich der Medizin. Er gründete das Royal College of Physicians im Jahr 1518, das maßgeblich dazu beitrug, die medizinische Praxis in England zu regulieren. Heinrich führte Gesetze ein, die dafür sorgten, dass Ärzte eine Lizenz brauchten, um ihren Beruf auszuüben. Diese Bestimmungen blieben mehr als 300 Jahre in Kraft, ein Beweis für die Weitsicht des Königs. Darüber hinaus setzte er sich für die Regulierung der Arzneimittelpreise ein, um zu verhindern, dass Apotheker ihre Kunden ausbeuteten. Unter Heinrichs Herrschaft erlebte London auch erhebliche Verbesserungen im Bereich der städtischen Infrastruktur. Eines der großen Projekte war die Modernisierung des Abwassersystems, die unter der Aufsicht seines Kanzlers Sir Thomas More durchgeführt wurde. Diese Maßnahmen trugen erheblich zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit bei, da sie sauberes Wasser in die Stadt brachten und Krankheiten eindämmten. Was die Freizeit des Königs betrifft, so war Heinrich ein Mann, der gerne seine weitläufigen Ländereien nutzte. Er erwarb tausende Hektar Grünfläche, die ihm als Jagdgebiet dienten. Diese Gebiete, darunter der heutige St. James's Park, der Hyde Park und der Regent's Park, waren seine persönlichen Rückzugsorte, wo er dem stressigen Hofleben entkommen konnte. Oft zog er sich in diese Parks zurück, um zu jagen, zu reiten oder einfach die Natur zu genießen.
Diese Parks existieren bis heute und sind beliebte Orte für Spaziergänge und Erholung in der modernen Metropole London. Heinrichs Abstammung und sein Erbe sind ein weiteres faszinierendes Thema. Obwohl er mehrere Ehefrauen hatte, gelang es ihm lange Zeit nicht, einen männlichen Erben zu zeugen. Sein einziger legitimer Sohn, Edward VI., starb jung. Und Heinrichs unehelicher Sohn, Henry Fitzroy, verstarb im Alter von nur 17 Jahren. Letztendlich ging die Krone nach Heinrichs Tod an seine Töchter, Maria und Elisabeth, wobei Elisabeth als eine der berühmtesten Monarchinnen Englands in die Geschichte einging. Dennoch starb mit ihrem Tod im Jahr 1603 die Tudor-Dynastie aus und es gibt heute keine lebenden Nachkommen Heinrichs VIII. Königin Elisabeth II. Stammt tatsächlich von Mary Boleyn ab, der Schwester von Anne Boleyn, die bekanntlich die zweite Frau Heinrichs VIII. War. Mary Boleyn war zeitweilig Geliebte Heinrichs VII., doch die Behauptung, dass ihre Kinder aus ihrer ersten Ehe von Heinrich stammen, ist historisch umstritten. Der Film »Die Schwester der Königin« mit Natalie Portman mag diese Theorie populär gemacht haben, aber es gibt keine belastbaren Beweise dafür, dass Heinrich der Vater war. Heinrich spielt in der Abstammungslinie des modernen britischen Königshauses also keine direkte Rolle. Als König war Heinrich der VIII. Jedoch für weit mehr bekannt als nur seine vielen Ehen. Besonders prägend war seine Entscheidung, sich von der römisch-katholischen Kirche zu trennen und die anglikanische Kirche zu gründen. Dies geschah nicht nur aus persönlichen Gründen. Heinrich wollte sich von Katharina von Aragon scheiden lassen, um Anne Boleyn zu heiraten, sondern auch aus politischem Kalkül. Doch es mag überraschen, dass Heinrich in seinen frühen Jahren ein glühender Unterstützer des Katholizismus war. Papst Leo X. Verlieh ihm sogar den Titel Fidei Defensor, Verteidiger des Glaubens, nachdem Heinrich eine Schrift gegen die Reformation Martin Luthers verfasst hatte. Ironischerweise tragen die britischen Monarchen diesen Titel bis heute, obwohl Heinrich später die Kirche in England reformierte. Heinrich der VIII. War nicht nur ein religiöser und politischer Reformer, sondern auch kulturell und musikalisch aktiv. Er war ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und selbst ein talentierter Musiker. Heinrich spielte verschiedene Instrumente, darunter die Laute und Virginalen, eine frühe Form des Cembalos. Seine Musiksammlung war beeindruckend. Sie umfasste 154 Blockflöten und zahlreiche andere Instrumente. Es wird sogar spekuliert, dass er das berühmte Lied Greensleeves komponiert hat. Ob dies wahr ist oder nicht, bleibt unklar, aber es zeigt die Legendenbildung um seine Person. Neben seiner musischen Begabung war Heinrich auch ein Liebhaber großer gesellschaftlicher Auftritte. Doch er hatte nicht nur als König eine bedeutende Rolle, sondern auch als Bruder und Familienoberhaupt. Heinrichs ältere Schwester Margaret wurde im Alter von nur 13 Jahren nach Schottland verheiratet, um die Allianz zwischen England und Schottland zu stärken. Ihr Leben war jedoch alles andere als ruhig. Nach dem Tod ihres ersten Mannes, James IV., kämpfte sie hart um die Vormundschaft für ihren Sohn, James V., und geriet in Konflikt mit den schottischen Adligen. Später heiratete sie heimlich den Earl of Angus, was sowohl in Schottland als auch in England für politischen Aufruhr sorgte. Heinrichs jüngere Schwester Mary hatte ebenfalls eine bemerkenswerte Lebensgeschichte. Sie wurde mit dem deutlich älteren französischen König Ludwig XII. Verheiratet, eine Ehe, die jedoch nur kurz dauerte, da Ludwig bald nach der Hochzeit starb. Mary hatte zuvor einen Pakt mit ihrem Bruder geschlossen. Sollte Ludwig sterben, dürfte sie den Mann heiraten, den sie selbst wählte. Nach Ludwigs Tod heiratete sie dann heimlich Charles Brandon, den Herzog von Suffolk, eine Entscheidung, die Heinrich zunächst erzürnte, doch er vergab ihr schließlich. Die familiären Verbindungen Heinrichs VIII. Hatten somit großen Einfluss auf die europäische Politik jener Zeit. Seine Schwestern trugen durch ihre Ehen zur Verflechtung der Königshäuser Englands, Schottlands und Frankreichs bei. Letztlich schuf Heinrich
trotz seines rücksichtslosen Verhaltens und seiner persönlichen Tragödien, ein Vermächtnis, das bis heute nachwirkt, nicht zuletzt durch seine Rolle als Vater von Elisabeth I., einer der größten Monarchinnen der englischen Geschichte. Heinrich VIII. Machte in vielerlei Hinsicht große Fehler, besonders wenn es um seine Familie und die Ehepolitik ging. Ein besonders pikantes Beispiel war die heimliche Heirat seiner jüngeren Schwester Mary mit seinem engen Freund Charles Brandon, einem Bürgerlichen. Heinrich war außer sich vor Wut, dass Mary ohne seine Zustimmung und gegen seine politischen Interessen heiratete. Schließlich hatte Heinrich gehofft, Marys Ehe als politisches Druckmittel nutzen zu können. Doch die beiden widersetzten sich ihm, und obwohl er anfangs versuchte, die Ehe annullieren zu lassen, akzeptierte Heinrich die Situation letztendlich. Mary und Charles blieben bis zu ihrem Tod verheiratet, und trotz seiner anfänglichen Wut kümmerte sich Heinrich später doch um das Paar. Heinrich war nicht nur als König, sondern auch als Mann ein zutiefst widersprüchlicher Charakter. Er war der erste englische Monarch, der den Titel Majestät annahm, weil er fand, dass die bisherigen Anreden wie Gnade oder Hoheit seiner Selbstwahrnehmung nicht gerecht wurden. Er sah sich als von Gott eingesetzten Herrscher, als göttlichen Führer seines Volkes. Der Titel Majestät leitete sich vom lateinischen Wort Majestas ab, was auf Pracht und königliche Erhabenheit verweist. Heinrich, der sich stets um Glanz und Größe bemühte, trug so zur Schaffung eines neuen königlichen Kults bei, in dem die Monarchen fast wie heilige Figuren behandelt wurden. Ein Titel, der bis heute erhalten geblieben ist und noch immer von den britischen Monarchen getragen wird. Doch trotz seiner Herrschsucht und seiner oft brutalen Politik hatte Heinrich auch menschliche Seiten. Eine der überraschendsten ist seine Liebe zu Hunden. Wie viele Monarchen und Adlige seiner Zeit hielt Heinrich eine Vielzahl von Haustieren, insbesondere Hunde. Windhunde und Beagles gehörten zu seinen Favoriten und er stattete sie mit luxuriösen Samthalsbändern und kleinen Seidenmänteln aus, um sie vor der Kälte zu schützen. Seine Hunde erhielten sogar eine spezielle vegetarische Diät, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Brot anstelle von Fleisch war die bevorzugte Nahrung für seine Hunde. Ein kurioses Detail, das zeigt, wie sehr er auf ihre Pflege bedacht war. Heinrichs Hunde spielten nicht nur in seinem Alltag eine Rolle, sondern auch in seiner Politik. Einer der wohl merkwürdigsten Aspekte seiner Herrschaft war die Ausbildung von Hundearmeen. Ja, Sie haben richtig gelesen. Heinrich VIII. Ließ Hunde trainieren, um in Kriegen Feinde anzugreifen. Diese Hunde, etwa 400 an der Zahl, wurden als Geschenk an den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Karl V., übergeben, der wiederum der Neffe von Heinrichs erster Frau Katharina von Aragon war. Diese Hundearmeen mögen heute wie eine kuriose Randnotiz der Geschichte wirken, doch sie zeigen, wie ungewöhnlich und unberechenbar Heinrichs Herrschaft war. Heinrich VIII. Ist eine der widersprüchlichsten Figuren der englischen Geschichte. Einerseits ist er bekannt für seine brutalen Entscheidungen, die Spaltung der Kirche und die Hinrichtung mehrerer seiner Ehefrauen. Andererseits zeigt er auch menschliche Schwächen und besondere Eigenheiten, wie seine Liebe zu Hunden. Vielleicht macht gerade dieser Kontrast ihn zu einer der faszinierendsten Gestalten der Renaissance. Was denken Sie über Heinrich VIII? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und sehen Sie sich doch einige unserer weiteren Videos an, um mehr über die seltsamen und faszinierenden Geschichten der Vergangenheit zu erfahren.